Hallo auf musikmachen.de, ich bin der Schrader und ich teste heute für euch das Stage Pro 8 von FX Connect X. Und das Ganze ist ein programmierbarer Switcher-Looper mit Fernbedienung. Das Stage Pro 8 haben wir hier in der kleinen Ausführung vorliegen. Soll heißen, wir haben diese 19-Zoll-Einheit mit 4 Loops, 3 Switch und einem Mute. Und dazu zur Steuerung drahtlos ein Floorboard und 2 Body Belt Packs, mit dem in einem Umkreis von 80 Metern die Main Unit umgeschaltet werden kann. So. Gucken wir uns die Main Unit mal genauer an. Wir haben hier die Antenne, eine serielle Anschlussbuchse, eine Notfallsbuchse. So, denn irgendwas mit der Funkverbindung nicht funktionieren sollte, kann man einfach ein Kabel an das Floorboard anschließen und so auf direktem Wege eine Umschaltung herbeiführen, weil die Main Unit das von sich aus nämlich nicht kann. Man muss zur Programmierung, zum Umschalten immer eine von diesen Wireless-Fernbedienungen haben. Als nächstes haben wir den Power-Knopf, brauchen wir nichts zu sagen. Hier haben wir die Learn-Funktion. Über diese Funktion kann man die Fernbedienung an der Main-Unit anmelden. Wir haben einen Mute, das heißt Stille, ganz klar. AB ist der Umschalter für einen Amp. Hier kann man clean, verzerrt programmieren. Receive, das leuchtet, wenn Signale empfangen werden. Das heißt, das Gerät funktioniert. Und hier sind unsere 4 Loops. Wir sehen hier, 1 und 3 leuchten, sind also aktiv. Und zum Schluss haben wir die Tab-Switch-Funktion, die hier auf dem Floorboard mit TS1 und TS2 benannt werden. Das sind Sachen, da können wir zum Beispiel einen Amp reverb-mäßig ausschalten oder bei einem Tap-Delay die Zeit auf dem Floorboard tappen. Kommen wir zur Rückseite. Auf der Rückseite haben wir 2 12 Volt Netzeingänge. Das zweite ist optional, sollte das erste einmal ausfallen. Wenn beide ausfallen, schaltet das Gerät sogar den Input direkt auf den Output im True Bypass kurz. Das ist ja sowieso eigentlich der große Trick bei diesen Loop-Geräten, dass es hier über das Geräte, die ja nicht im Signalweg sind, über die Loop aus dem Signalweg hinausgenommen werden und so die Signalqualität natürlich deutlich verbessert wird, als wenn bei den herkömmlichen Stressbrettern man einfach vorne reingeht, durch alle 8 Effekte durchlatscht und immer nur das tritt, was man eigentlich braucht. Also das nur mal als sinnvolle Erweiterung zu dem, was man ja hier braucht. Dann komme ich wieder zur Rückseite, hat man hinten die Möglichkeit, über kleine Schalter einen Groundlift einzustellen. Parallel die Polarität der 3 Taster und als KK bezeichneten Click-Killer eine Unterdrückung von Schaltgeräuschen beim Umschalten. Funktioniert wunderbar. Und gleichzeitig noch einen zuschaltbaren Buffer, um gegebenenfalls Impedanzproblemen an den Pelz zu gehen. Hinten sind dann gleichzeitig noch Audioeingang, einmal in Mono, die 4 Ein- und Ausgänge der 4 Loops und 2 Ausgänge. Der erste davon ist mutebar über den Kanal 5, es ist immer 5, der Mute-Schalter. Der zweite läuft immer durch, bietet sich also für einen Tuner an. So, jetzt habe ich viel geredet, hören wir uns das Ganze doch mal in einem kleinen Setup an, was wir hier vorbereitet haben, um die Schaltvorgänge auch mal optisch wahrnehmen zu können. Verkabelt haben wir einen Amp mit Kanalumschaltung. Auf der 1 haben wir ein Tremolo, die 2 ist ein Phaser,
Auf der 3 liegt ein Chorus. Auf der 4 haben wir ein Delay mit Tap-Funktion. Die liegt auf TS1. Die Kanalumschaltung des M's auf AB. Und M ist, wie schon vorhin gesagt, immer die Mute-Funktion. Ich habe das Ganze jetzt so programmiert, dass verschiedene Sachen aufeinander wirken können. Weil hier auf dem Floorboard hat man die Möglichkeit, nicht nur über die 1 jetzt das Tremolo abzurufen, sondern über verschiedene Modes, die man den einzelnen 8 Schaltern zuordnen kann. Die Modes sind Toggle, Patch und Memorize. Dass man mit diesen 3 Funktionen entweder sagt, ich mache hier an und aus auf dem einen Schalter oder ich mache eine Tap-Funktion, dass ich sage, ich halte den so lange, wie ich ihn brauche, um die Delay-Zeit zu ermitteln, oder eben die Premium-Disziplin, wofür so ein Ding natürlich eigentlich auch gemacht ist, dass man auf der 1, wie hier zu sehen ist, gleichzeitig noch den Effekt 3 mit anwirft. Wir hören das mal gerade. Ich entmute. Jetzt ist er ganz clean. Signal läuft einfach so durch. Hier habe ich die Zerre. Wieder clean. Wir hören jetzt die 1. Er blinkt jetzt, um mir zu zeigen, wir sind auf dem Patch 1. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Chorus mit Tremolo. Auf der 2 habe ich mir den Phaser mit dem Delay hingelegt. Das ist das, was wir eingangs schon mal gehört haben. Auf der 3 haben wir den Chorus gepaart mit der Kanalumschaltung. Und auf der 4 haben wir Delay mit ein bisschen Zerre. Wie wir sehen, können wir diese ganzen Umschaltungen, ich habe jetzt gerade mal das Tap-Delay auch bedient, fantastisch miteinander umschalten. Das Ganze klonkt ein bisschen, ist aber sehr, sehr schnell. Es gibt keine Nebengeräusche, funktioniert super. Wir können parallel jetzt auch noch die Alternative, diesen Button Belt Pack nehmen und gleichzeitig die Umschaltung auch von einer anderen Stelle machen. Das heißt, sollte man jetzt nicht am Platz stehen und das Floorboard bedienen können, kann ich oder letztendlich sogar der Backliner einfach die Umschaltung, wie wir sehen, von anderswo vornehmen. Ich kann jetzt hier drücken, ich drücke auf die 2 und habe jetzt wieder hier unten genau die Kombination Phaser mit Delay. Und das Ganze können wir hier natürlich nachvollziehen. Und wenn ich muten will, drücke ich hier die 5, entmuten oder einfach nur Kanal umwählen, AB, kann man alles hier auf dem Gerät nachvollziehen. Was soll jetzt den geneigten Gitarristen, der seit Jahren sein FX-Board mit 8 Effekten in Reihe geschaltet, durch die Gegend schleppt, dazu bewegen, das Gerät von FX Connect X zu kaufen? Da stehen natürlich ein paar Sachen auf der einen Seite. Knapp 600 kostet die Main Unit, fast 500 das Floorboard. Diese beiden Bodypacks kosten hier in der Ausführung mit 8 Kanälen, also genau wie das Floorboard, kosten knapp 300 und 50 Euro weniger kostet die Variante mit 6 Knöpfen. Hier fehlt dann der TS1 und der TS2. So, das ist erstmal das Ganze in Preisen betrachtet. Von der ganzen Funktion ist natürlich zu sehen, dass wir aufgrund der Loop-Funktion, die das Gerät mit sich bringt, natürlich ein viel reineres Signal haben. Das heißt, wir nehmen in den Schaltvorgängen natürlich nur immer diese Effekte mit in unsere Signalkette, die wir auch definitiv brauchen. Dann das Ganze überbrückt in True-Bypass-Varianten. Das ist natürlich eine tolle Sache, neben den Funktionen Click-Killer und Buffer. Dazu kommt natürlich noch die ganze Umschaltfunktion, die man hier alles schön zusammen auf einem Board hat, und die Freiheit des Wireless natürlich. So hat man auf der Bühne im Vorfeld keine langen Kabel oder Ähnliches vor sich liegen. Und man kann, wenn man natürlich mit diesen Bodypacks arbeitet,
bis zu 80 Meter entfernt von seiner Basisstation die Umschaltung von sich nehmen. Das ist natürlich toll für Leute, die einfach in der größten Bühnenproduktion an irgendwelchen Stellen ihr Gitarrensolo drücken wollen. Die stehen dann irgendwie einer exponierten Stelle und können einfach mal sagen, so klatsch und jetzt Sound B. Oder lässt das den Backliner machen. Wie gesagt, es lassen sich ja mehrere Geräte an eine Main Unit anschließen. Für mich, was Sachen Soundverarbeitung und Möglichkeiten angibt, stehen hier Geld und Leistung in echt sehr gutem Verhältnis, weil Geräte vom Bob Bradshaw, wie man sie kennt oder so, kosten ein Vielfaches und sind nicht wireless. So, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal auf musikmachen.de.